Aber ich muss sagen, die Reservezeit war für mich damals die interessanteste Zeit gewesen. Wir hatten natürlich viele Güterzüge gehabt, vor allem damals die Kieszüge mit dem Krokodil. Ich bin immer Fan von alten Fahrzeugen. Bin ich eigentlich heute noch. Und das hat mich immer gereizt. Es waren schöne Zeiten gewesen. Wir hatten mit diesen Kieszügen, wir hatten damals die Kieszüge noch selber müssen laden. Dann hat man manchmal 2 Stunden gehabt, bis ein Kieszug geladen war. Dann hat man den ans Ohr gebracht, teilweise noch müssen selber abladen, also selber einen Wagen vor, dann hat man das abgeladen, den nächsten und. Dann hat man den ganzen Tag gehabt für den Kieszug, das war eine ganze Tagesleistung gewesen. Und die Krokodile, die sind immer gut gelaufen. Man hat die zwar stark angenommen, viele Kollegen haben die verflucht, weil AE66 sind damals noch alle im Kreis 2 gewesen. Kreis 3 Zürich hat keine AE66 gehabt. Die sind mit 2-3 Wägen umgefahren mit diesen AE66 und mehr die schwersten Züge mit den Krokodilen. Da hat es natürlich viele gehabt, die geflucht haben, gesagt, wir mit diesen alten Hübeln hier sollten hier umfahren und haben sie quasi Ventilationen eingeschaltet. Und mit diesen schweren Zügen ohne Ventilation, die Motoren sind überhitzt worden, die Isolation altern, dann hat es einen Kurzschluss gegeben. Aber meistens hat es ja nicht den Kurzschluss gegeben bei demjenigen, sondern beim nächsten. In den Mitte 70er Jahren, ich glaube 1977, sind dann die weggekommen und dann hat dann Zürich den AE66 bekommen, weil RE66 sind damals ausgeliefert worden. Die sind natürlich dann wieder in Kreis 2 und wir haben dann sukzessive AE66 bekommen. Für mich natürlich auch noch eine schöne Locke, weil das ist noch eine, wo man mit auch auf alles schauen muss, auf die Ströme muss schauen und alles zusammen. Das war noch Eisenbahn gewesen, von mir aus gesehen. Auch die alten AE47, AE36, die wir hier hatten, die sind aber bis in die 90er Jahre gelaufen und ich hatte eigentlich immer Freude gehabt.